Willkommen zurück zu God of War 2. Der Gott des Krieges ist nicht mehr so göttlich. Und auch all seine Spartaner-Freunde sind nicht mehr so ganz lebendig. Und da kam so ein Pegasus geflogen. Mit dem können wir jetzt mal reden, vielleicht. Hi. Oh, wir können sogar fliegen direkt. Okay. Kommen wir jetzt zu dieser sagenumwobenen Flugsteuerung, von der wir eine Option gelesen haben. Zurück zum Olymp, Bestie! Mein Ziel heißt Zeus! Forderst du den Gott des Krieges? Du bist nicht länger ein Gott, Kratos. Zeus, der Olymp und die Klinge, die deine gesamte Macht innehält, sind für dich auf ewig in weite Ferne gerückt. Deine einzige Hoffnung ist, die Schicksalsgöttinnen zu finden und in der Zeit zurückzureisen, bis zu dem Moment, da Zeus dich betrogen hat. Denn nur dann wird er wirklich verwundbar sein. Kratos, um erfolgreich zu sein, wirst du mehr Hilfe brauchen, als ich dir geben kann. Mein Titanenbruder schlummert tief in seinem felsigen Gefängnis. Okay. Flugkämpfe. Na ja, ganz neu. Dinge, die ich nicht unbedingt gewollt hätte, aber okay. Machen wir mal. Kann ja nur furchtbar werden, oder? Oh Gott. Aber ich muss da ganz kurz diese umgekehrte Flugsteuerung tatsächlich wieder andersrum. Je nachdem, was man für ein Spiel spielt, ist manchmal halt umgekehrt auch richtig und manchmal ist umgekehrt auch nicht richtig. Na, also, ich mag es gern, wenn du nach oben drückst, dass du auch nach oben fliegst. Auch nicht, umgekehrt. Und manche sehen das halt von der Standardsteuerung her ein bisschen anders. Du fliegst halt umgekehrt, wenn du halt nach oben fliegst, fliegst du auch nach oben. Jo. Ja, das kann ja lustig werden. Wahrscheinlich nicht das letzte dieser Art sein, oder? Oh je. Gefühlt mache ich keinen Schaden. Aber es ist weg. Wahrscheinlich kriegen wir auch irgendwann einen Bosskampf mit Fluggedöns. Wie, habe ich nicht schnell genug gedrückt? Oder was? Da kommen sie mal ran auf den Meter. Wenn die vorwärts entleert die blaue Anzeige. Okay. Ich glaube, das Ding kann jetzt nie mehr fliegen. Ergreif. In den Raben hinein. Okay. Armer Vogel. Der hat keine Arme, hat der Flügel. Okay. Was bist du? Warum bist du? Da in der Windschneise mitfliegen. Oh, wie ist das gedacht? Oh Gott. Wow. Volltreffer. Versenkt. Sie sind tot. Okay. Dann halt nochmal. Getan. Bisschen links fliegen hat nicht so ganz geklappt. Das war schon besser.
Und das trifft mich jetzt auf jeden Fall, ne? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, warum ich bin. Aber wir sind im Versteck des Titanen. Okay. Ich, Kratos. Guten Tag. Boah, so mal. Bin ich bis hier. Oh, Fliegedinger. Na toll. Pegasus eingeklemmt. Und wir müssen jetzt gucken, wo wir jetzt hier wie lang gehen, oder was? Muss ich tiefer? Ich weiß es nicht. Ein Goronenauge. Sehr schön. Auf dem Weg zu mehr Leben und so. Die Stimme dazu ist sehr leise. Und das Blöde ist, ich kann das wirklich nicht anders einstellen. Muss ich draufhauen, damit er den Pegasus da loslässt? Oder? Okay, ne. Ja, du, keine Ahnung. Gefühlt hat das keine Auswirkung. Was soll ich denn da tun? Das war auch ein Schiff vom Titan, ne? Genau. Okay. Immer irgendwo lang klettern. Wandrutschen, R1 halten. Okay. Hey. Runter mit dir! Und du auch! Zeig dir meine Wand! So! Der ist weg. Du kannst direkt runterfallen. Passt. Wow. War fast schon ein bisschen knapp. Oh, ich kann jetzt über in der Decke hängen. Könnte auch unangenehm werden. Ja, bisher geht's noch. Tag. Lass mal den Scheiß hier. Da unten kann ich wenigstens speichern. Kannst du mal da an die Wand? Genau. Okay. Speichern, auf jeden Fall. Damit ich sicher bin, dass ich gesichert habe. Können wir jetzt wieder hoch zum Titan und kriegen mein Fliegefährt wieder frei. Eisminotauren, das ist ja toll. Ah, die gute alte Technik, die kenne ich. Das ist viel einfacher als vorher.
Flügel ausgelöst. Like a Mammut. Bleib mal hier. So. Okay. Da hinten eine rote Kiste. Ist für mich. Habe ich so beschlossen. Wenn ich das so beschließe, dann ist es auch so. Wie genau soll ich das jetzt benutzen? Ah. So. Vielleicht. Ah, okay, damit komme ich dann einfach zurück. Ich habe mich gewundert, hä, was ist das für ein weißes Leuchten, aber das macht jetzt natürlich mehr Sinn. Bin ich hier? Was will ich hier? Und wer ist Paul? Ein Vogelfiech. Muss ich ja nur hinkommen, ne? Hey. Ich kann tatsächlich die Türmchen von denen kaputt machen. Ja, ist ja gut. Zeit für ein Upgrade für meine Klingen hier. So, einmal wieder hinlegen und... Ah, ja, okay, ich sehe. Zahnstein. Unangenehm. Ja, ist auch selber schon ein bisschen sauer drüber. Nächstes Mal ein bisschen mehr Zähne putzen, ne? Kann auch Kiefer entfernen, gar kein Problem. So, keine Kieferprobleme mehr. Ja, ihr seid alle unangenehm, ich weiß. So, den Turm klein gemacht. Jetzt ein paar Zahnstöcher hier in mir. Sie haben genügend rote Orbs für einen Waffenpower-Up. Ja, nicht jetzt. Vielleicht gleich. So, wieder hinlegen. Ja, die Nasenhöhlen sehen auch ganz schlecht aus. Hm, besser. Okay. So. Einmal ganz kurz ein Upgrade. Das brauchen wir leider wirklich. Erhöhter Schaden. Toben der Furien. Mit L1 und Kopfhörer. Okay. Ah, okay. Der Move ist neu. Den hatten wir vorher noch nicht. Nein. Oh, ich wollte eigentlich nur seitlich schneller voranspringen. Doofe Idee. Habe ich auch gerade gesehen. Bitte warten. Hier kann ich jetzt hoch, oder? Jo. Das brauche ich nicht. Aber das brauche ich. Das brauche ich immer. So, hallo Vögelchen. Oder so. Oh, das kenne ich doch von irgendwo. Gott des Krieges, du lebst. Ich gehöre nicht mehr zu den Göttern. Wer hat dich hierzu verdammt? Zeus. Mein Vergehen war es, den Menschen zu helfen. Ich brachte den Sterblichen das Feuer des Olymp. Zeus sah dies als Verrat. Zur Strafe machte er mich sterblich und verdammte mich, von diesem teuflischen Vogel Tag für Tag verspeist zu werden. Und dann, mit Einbruch der Nacht,
bin ich geheilt. Wie lange bin ich nun hier? Wie lange habe ich unter diesem Fluch gelitten? Ich kann es nicht sagen. Ja, eine Geschichte, die es tatsächlich in der griechischen Mythologie gibt. Bitte, Geist Spartas, erlöse mich aus dieser Qual! Muss ich jetzt ihn töten oder Vogel? Oder beides? Oh. Ich muss die Feuer des Olympus entzünden. Das ist der einzige Weg. Stimmt, sind da. Töte. Leise. Feuer des Olympus sind der einzige Weg, hat er gesagt. Okay. Ich muss die Feuer des Olympus entzünden. Das ist der einzige Weg. Muss ich hier runter? Jo. Töte mich, Kratos. Töte. Okay, wie mache ich das jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Runter, dann da oben rein und hoch und ich habe keine Ahnung. Wirklich ein bisschen schade, dass halt die Stimmen teils dann teilweise so leise sind. Jo. Nicht gleich ausrasten hier. So, speichern. Ja, komm, machen wir. Einfach, weil es kann. So. Und dann geht's weiter. Keine Chance haben sie gegen diesen Angriff. Hat so ein einzelnes Ziel wirklich keine Chance. So, was gibt's hier? Ein Goron-Auge. Yay! Lassen die. So. Bin da. Dann gehen wir mal rein. Gucken mal, wo wir jetzt das Feuer des Olymp vielleicht rausholen sollen. Na, Lebenstruhe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wollte schon sagen, ist jetzt aber nicht da, wo wir schon waren, ne? Aber ist es nicht. Sieht einfach nur ähnlich aus. Okay. Eisige Höhlen sehen halt alle gleich aus. Oh nö. Nicht die Medusa. Nein, nein. Böse, pfui, aus, lassen das. Der Tod. Und da kommt die nächste. Oder die nächsten. Ja, Kacke. Ja. Okay. Das ging aber jetzt ziemlich zügig da raus. Verglichen mit dem Vorgänger. Lass den Scheiß. Okay, jetzt haben wir endlich den Kill-Move ausgeführt bei ihr.
Oder das normal töten einfach viel einfacher. Okay. Das ist Feuer. War's nicht? Wie, du lebst noch? Da hinten schimmert diese Eissäule. Wir wollen nur kurz gucken, was hier noch so ist, aber ich glaube, sonst ist hier nicht so viel. Das ist zerstörbar? Leuchtende Objekte. Sie können leuchtende Objekte zerbrechen oder mit ihnen interagieren. Aber es ist einfach besser gemacht, wirklich mit dem Vorgänger, dass man es besser erkennen kann. Hier aufmachen. Und da ist der Titan, der mit mir sprechen will, ja. Aber ich denke, der wird uns dann vielleicht in der nächsten Folge weiter zusammen. Denn heute machen wir etwas pünktlicher Schluss als in der ersten Folge. Und dann schauen wir mal, was uns so erwartet in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.